Hallöchen Freunde, wir sind bei Folge 3 von Grounded und ich bin immer noch ziemlich gehypt, aber wir müssen uns anscheinend ein bisschen besser ausrüsten. Also jetzt so low wie wir aktuell sind, da irgendwie dahinter rennen und zu gucken gegen irgendwelche Spinnen zu kämpfen, ist glaube ich nicht der richtige Weg. Deswegen würde ich sagen, diese Folge werden wir uns mal ein bisschen besser aufpimpen. Und da würde mir als allererstes diese Kriegerameise einfallen, weil die ja irgendwie anscheinend gute Sachen droppt, die wir für eine geile Rüstung oder eine Waffe brauchen. Ich weiß allerdings nicht mehr so genau, wo jetzt diese komische Ameisenbucht-Dings da war. Ich glaube irgendwo hier in dem hinteren Bereich, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also lasst uns mal fix irgendwie eine geile Waffe bauen oder ein paar mehrere geile Waffen. Wir haben jetzt hier einmal den Speer, wir haben aber auch keine Axt und gar nichts mehr. Also wir brauchen hier ein bisschen was zum Verteidigen. Das wollen wir haben, Ameisenmandibeln und die kriegen wir von der Kriegerameise. Das heißt, Stachelsprössling brauchten wir. Distelstachel haben wir auch noch nicht gefunden. Warte mal, wir machen nochmal fix eine Axt. Und dann gucken wir hier einfach mal ein bisschen rum, ob wir nicht vielleicht doch noch irgendwas abhacken können, was wir noch nicht gesehen haben. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen rum, ob wir was finden, was wir brauchen könnten. Weil es gab ja irgendwie so viele Sachen noch. Was ist denn das zum Beispiel? Unkrauter, da braucht es besseren Rang. Ich weiß halt nicht, ob wir für die Distel irgendwie eine stärkere Axt brauchen. Aber wir können noch gar nichts herstellen, ne? Rüsselkäferschild. Brauchen wir auch wieder die Madenhaut. Ich würde fast sagen, wir müssen mal ein paar Höhlen entdecken, oder? Was meint ihr? Maden sind doch meistens irgendwo, wo es dunkel und feucht ist. Und ich glaube halt fast, dass die Distel wirklich irgendwas Stärkeres ist, wo wir besseres Werkzeug brauchen. Aber da müssen wir anscheinend noch was erforschen. Ich weiß nicht genau was. Den höre ich nicht hier. Klang wie ein Rüssli. Rüssli. Hallo, wir brauchen noch Fleisch von dir für das Schild. Das haben wir. Zweimal grobes Seil können wir auch herstellen. Wir brauchen Madenhaut. Kämpfen die gegen die Rüsselkäfer oder was? Oh ja. Nö. Ich verteidige die. Warte, die kriegt erstmal das Ding ab. Hä? Wir haben nicht getroffen. Nein, wo ist es hin? Ist es weg? Wir haben nicht einen Schaden damit gemacht. Wollte halt mal gucken, ob wir irgendwo noch eine kleine Höhle oder irgendwas finden. Wegen den Maden. Wir brauchen Maden. 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 Jawohl. Die rennt weg und ihr Kumpel... Nee, nee, nee. Die rennt nicht weg. Ich brauche mein Speer wieder. Komm her. Ah, ich hänge. Ich hänge. Ja, das sind echt fiese Biester, ne? Die rennt weg und ihr Kumpel kommt und greift mich an. Wo bist du? Ich hab dich doch getroffen. Nö, jetzt meine Axt weg. Nö, ich hab sie noch. Wo ist sie? Also führt sie uns vielleicht direkt wieder zum Lager. Hier. Hallo. Da haben wir dich doch. Ameisenbrocken. Also diese Mandibeln kriegen wir anscheinend wirklich nur von der Kriegerameise. Oder die Drop Rate ist richtig, richtig klein, aber das glaube ich fast nicht. Löwenzahn. Haben wir schon Löwenzahn? Pack doch. Hä? Kannst du irgendwie nicht richtig hacken? Oh nö. Ach hier, können wir auch. Vielleicht müssen wir Löwenzahn mal erforschen. Löwenzahnfeld! Boah! Unkrautstängel? Ja, wir gehen mal die Unkrautstängel erforschen. Vielleicht kommt da irgendwas bei rum. Und dann würde ich sagen, müssen wir mal fix was essen und gucken dann mal, wie wir hier weiterkommen. Also das Ameisenlager müssten wir ja auf jeden Fall wieder finden, oder wie heißt es denn? Oh, guck mal! Wissenschaft! Science! Habe ich jetzt die ganzen Unkrautstängel weggeschmissen? Na Logo. Und ich kann nicht schwimmen und tragen. Oh nein. Ach, wie dumm. Warte mal, wir müssen hier einen neuen Löwenzahn schlagen. Der wächst ja überall. Das war doof. Aber Science war wichtig. Dann können wir uns nämlich wieder am Terminal irgendwas Schönes kaufen. Wer ist denn hier? Oh, ich hab's erwischt. Jawohl. Fliegenpelz. Inventar voll. Och nö. Wir müssen irgendwas wegwerfen. Hier. Stapel fallen lassen. Ich will Fliegenfleisch. Hatten wir noch nie. Es kam übrigens ein Riesen-Update rein. 7 GB knapp. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass die Ameisen irgendwie ohne Ende diese Rüsselkäfer jagen. Ist mir entweder vorher noch nicht aufgefallen oder wurde gepatcht. Keine Ahnung. Ressourcenanalysator. Unkrautstängel. Analysieren. Stängelgerüst, Dreiecksgerüst, Türrahmen, stabile Tür, also... Alles Mögliche zum Bauen haben wir auf jeden Fall. Sprösslingsbogen. Oh ja, ein Bogen wäre mega geil. Grobes Seil können wir auch noch. Eichelschaufel, Augenklappe, Trinkflasche. Trinkflasche. Das wäre natürlich auch dick. Brauchen wir nicht immer die Tropfen suchen. Guck mal, Fliegenpelz hauen wir auch noch direkt mit rein. Ausgestopfte Fliege. Okay.
Wahrscheinlich bloß irgendein Dekoartikel und dann ist hier erstmal wieder leer. Wir müssen vielleicht öfter untersuchen gehen. Ich würde sagen, wir schmeißen das erstmal weg. Das wächst ja hier überall. Wir sind immer noch nicht weitergekommen. Also, ich würde gerne die Ameisenkeule haben. Dafür brauchen wir die Mandibeln. Und dafür müssen wir diese Kriegerameise besiegen, die aber relativ stark ist. Hier mal Fliegenpelz, dann könnten wir uns einen Bogen bauen. Und für Pfeile brauchen wir wieder Distelstacheln. Also irgendwie hängt es so ein bisschen an den Distelstacheln und den Maden. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir dieses Zeug her? Hier können wir einfach wahrscheinlich Steine und sowas hacken. Das sehe ich aktuell noch nicht unbedingt als notwendig. Aber wir können ja trotzdem mal 4 Kiesel sammeln. Inventar voll. Ach komm. Gut, wir müssen nochmal zur Kiste und notfalls noch einen Vorratskorb bauen. Haben wir hier noch Platz? Na, wird langsam ganz schön knapp. Ich würde fast sagen, wir müssen hier erstmal fix was futtern. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Nein, wieder verdrückt. Jetzt. Zack. Das haben wir gefuttert. Guck mal, das läuft auch bald ab, das auch. Dann essen wir das jetzt einfach alles schnell. Einmal. Zweimal. Oh Gott, das kostet Leben, weil das nicht gekocht ist, oder was? Oh nee. Nein, wir sind irgendwie halb vergiftet. Kacke. Was nu? Ach, das ist ja Mist. Dann ist es doch nicht. Aber Vergiftung ist zum Glück wieder weg, Gott sei Dank. Das auch nochmal gefuttert, dann sind wir doch wieder voll. Ist alles gekocht, dann haben wir noch ein bisschen Essen mit am Start und wir können uns wieder auf den Weg machen. Das ist alles Saft, das brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Eine Distel müssten wir doch erkennen. Das ist doch... Das sind doch so eine pieksigen Pieksdinger. Wir brauchen eine Distel. Löwenzahn erkenne ich ja noch. Gras erkenne ich auch. Trockenes Gras sehen wir auch. Wir müssen wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr nach oben gucken. Aber kann halt sein, dass wir das mit dieser Axt nicht hinbekommen. Guck mal, das da. Ist das nicht eine? Oh, bitte, 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 bitte. Ja, Distelstachel. Jawohl, da haben wir es doch. So einfach kann es sein. Man muss einfach mal die Klotzen aufmachen. Müssen wir mal gucken, wie viel wir hier abkriegen von. Weiß nicht, ob die uns auch Schaden zufügen, wenn wir dranlaufen. Das ist ja geil gemacht. Kletterst hier an den Blättern hoch, sammelst hier die Stacheln ab. Alter, mega. Geil, wie viel haben wir denn jetzt? 10, 20, 30, 40, 50, 56 Distelstacheln. Da haben wir doch erstmal ausgesorgt. Perfekt, da haben wir es. Jetzt brauchen wir bloß noch Maden. Hier, Stachelsprössling. Weil das Ding ist vom Schaden her doch definitiv nochmal besser als die Axt, aber hallo. Das heißt, grobes Seil brauchen wir zweimal noch. Dafür brauchen wir Pflanzenfaser. Na gut, die finden wir ja schnell. Das nochmal herstellen. Bam, jetzt haben wir es aber. Boah, geil. Das Ding sieht richtig brutal aus. Ich hätte Bock, an der ersten Ameise auszuprobieren. Ich hätte zwar an sich ganz gerne das Schild noch, wenn wir gegen diese Kriegerameise kämpfen, aber ich sag mal so, damit würde ich mich trauen. Von Weitem erstmal so ein Speer auf den Kopf und dann mit dem Ding noch drauf eingeprügelt. Wie es immer so ist, willst du es ausprobieren, gibt es keine Ameisen mehr. Ich glaube, wir sollten uns früher oder später doch mal diese Wegweiser bauen, dass wir uns merken können, wo das Lager ist. Also hier der Ameisenhügel, Ameisenbau, ihr wisst schon. Oh Gott, oh, das Ding ist richtig lahm. Es macht kaum Schaden. Dafür, dass es so lahm ist. Kann man damit starke Angriffe oder so machen? Ah, guck mal, betäubt. Okay, also sehr langsam, aber kann betäuben. Ist natürlich auch nicht so schlecht. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass es zu langsam ist, um gegen diese Kriegerameise anzukommen. Ich würde trotzdem gerne noch Maden finden, weil wir brauchen es für das Schild und noch für so viele andere Sachen. Und so schwer kann es ja nicht sein. Wir haben auf jeden Fall noch keine Maden gesehen. Was ich mir aber denken kann, ist, dass die in irgendwelchen Höhlen rumkriechen. Weil wenn wir hier draußen keine sehen und Maden sind doch irgendwie unter Stein und in Höhlen und keine Ahnung was. Also kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die so schwierig zu finden sind. Wir kennen allerdings bisher nur eine Höhle oder ich weiß zumindest nur von einer Höhle, wo sie ist und das war hier an dem Ding da oben. Wir sind ja einmal schon in irgendeine Höhle reingefallen mitten in der Nacht. Ne, da weiß ich aber nicht genau, wo wir die finden. Waffen und Werkzeuge nutzen sich mit der Zeit ab. Stelle neue her oder finde Möglichkeiten zur Reparatur. Ja, alles klar. Aber hier waren auf jeden Fall keine Maden. Hier waren nur die Samtmilben das letzte Mal drin. Was mir noch einfällt, müssen wir gleich mal ganz kurz gucken. Vielleicht können wir mit dem Kieselhammer Steine aufbrechen und unter den Steinen finden wir Maden. Das wäre jetzt noch so eine Überlegung. Weil wir kennen es doch alle. Hebst einen Stein hoch, sind 30 Maden drunter. Guck mal, hier würden wir auch erst durchkommen, wenn wir einen Hammer haben. Vielleicht ist es das ja der Weg. Wir gucken mal. Einen Kiesel brauchen wir und nochmal Seil. Das heißt, wir brauchen Pflanzenfasern und Kiesel. Ich glaube, nur so langsam, aber sicher müssen wir mal Richtung nach Hause. Ich habe, wie gesagt, keinen Bock, hier wieder mitten in der Nacht rumzurennen. Kieselhammer. Wo bist du? Hier bist du. Komm, wir probieren das schnell. Hier war doch irgendwo ein Stein. Hier. Ich will wissen, ob meine Theorie richtig ist. Wenn ja, fühle ich mich mega gut. Nein. Bitte gib mir Maden. Wir können auf jeden Fall ohne Ende Kiesel damit ranholen. Und der ist wohl zu groß, oder was? Ne, den kriegen wir anscheinend nicht kaputt damit. Also nur so kleinere Kieselsteine. Ja, was soll's. Wir müssen erstmal nach Hause. Wir müssen schlafen. Es wird langsam wirklich zu dunkel. Oh Mist, wir verdursten bald. Scheiße, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Oh oh, oh oh, wir brauchen unbedingt... Hier ist was. Welcher ist es? Ich glaube der hier.
Reicht das aus? Ja, können wir auch mit dem Hammer. Mann, Mann, Mann. Ah, mein Speer. Geil, jetzt ist er wieder da. Ideal. Wir haben zweimal Speer. Wir haben dieses Sprössling-Stachelteil. Wir können auf jeden Fall uns langsam an die Kriegerameise randrauen. So ein Schild wäre halt noch optimal. So, wir schlafen mal 8 Stunden, dann haben wir es früh um 4. Ist jetzt noch nicht allzu spät, dann wird noch ein bisschen dunkel sein, aber scheiß doch drauf. Wir brauchen Maden. Maden. 26 von 30 Plätzen, sind wir schon wieder so voll. Nee, das gibt's doch gar nicht. Komm, wir gucken mal noch schnell, währenddessen es dunkel ist. Ach, Mann. Hätte ich es einfach mal eher gelesen. Kann man verwenden, um Maden auszugraben? Natürlich. Okay, wir müssen die ausgraben. Wie kriege ich denn eine Eichelschale? Wir holen uns hier nochmal schnell was zu trinken und dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal fix zur Birke, weil es ist bisher der einzige Baum, den ich kenne. Kann mich jetzt halt auch nicht dran erinnern, dass wir schon mal eine Eichel gesehen haben. Oder war das eine große Eiche da hinten? Keine große Birke? Hier, nee, Eichenlabor. Ah ja, doch, Eichenlabor. Ich bin doch dumm. Natürlich, es ist eine Eiche. Dann werden wir dort doch Eichelschalen finden. Geil, dann können wir Maden ausgraben, dann können wir uns ein schönes Schild machen und dann geht's auf zur Kriegerameise. Wir kommen langsam voran, merkt ihr das? Ach so, wir müssen unbedingt nochmal gucken wegen unserer Haube, die ist ja kaputt. Können wir die denn reparieren jetzt einfach so easy? Reparieren? Kostet 2x Kleeblatt. Oh ja, das war ja easy. Schön, wenn mal irgendwas auf Anhieb direkt klappt, ohne dass man ewig lang gucken muss. Hier, Eicheln. Stimmt, die haben wir doch schon gesehen. Und jetzt brauchen wir was? Ein Hammer? Ah, siehst du, also haben wir es doch gebraucht. Der Hammer war nicht für umsonst. Eichelschale, wuhu. Jetzt können wir es herstellen. Eichelschaufel am Start. Müssen wir uns bloß noch hier unten in die Schnellwahltaste legen. Und jetzt können wir nach Maden graben. Jawohl. Graben. Nö. Hier drin? Auch nicht. Also gibt es anscheinend nur gewisse Stellen, wo wir graben können, oder was? Ah, wir haben aber auch gar nichts, um eine herzustellen. Ich würde gerne mal hier rein, aber ohne Fackel traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Maden, 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 Maden. Wir müssen irgendwo buddeln können. Diese Erdhaufen sind es auf jeden Fall nicht. Gehen wir doch nochmal in die Höhle da hinten an diesem komischen Lasergerät. Da konnten wir ja so oder so nochmal weiterkommen mit dem Hammer, weil da ja irgend so eine Steine als Hindernis im Weg lagen. Alter, wirst hier erschlagen vom Safttropfen. Ach, guck mal, der kam hier raus, ne? Also, das Ding da hinten war's. Da müssen wir jetzt fix hin, gehen dort nochmal in die Höhle und dann einfach mal Daumen drücken, dass wir da irgendwo graben können. Ach so, das ändert ja immer noch nichts an der Tatsache, dass wir keine Fackel haben. Ach Mist, wir brauchen nochmal Saft. Den haben wir hier. Grobes Seil und wir brauchen trockenes Gras. Davon haben wir hier auf jeden Fall auch genug. Oh, Samtmilbe, nee. Ah, hör doch auf. Das sind richtig lästige Viecher, die hasse ich jetzt schon. Geh weg. Man, die machen kaum Schaden, aber nervig sind sie trotzdem. So, trockenes Gras, 3 Stück. Dann müssten wir doch eine Fackel herstellen können. Au! Ey, sag mal. Schaufel in die Hand und jetzt mal gucken, ob wir irgendwo schaufeln können. Sieht bisher nicht gut aus. Na, da passiert auch nichts, ne? Nee. Das kann nicht richtig sein. Wir können jetzt bloß mal probieren, hier durchzukommen. Mal gucken, ob hier noch irgendwas Cooles wartet. Science! Ach, guck mal, das sind bestimmt Maden. Ja, ich hab's kapiert. Ach, ich bin so dumm. Na klar, die haben wir doch schon 1000 Mal gesehen. Jawohl, wir haben eine Made. Eine Madenhaut gab das nur. Science! Ah, hier, weitermachen. Buddeln. Jetzt kommen die hier raus. Ja, natürlich. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit, das sind Regenwürmer, ich Depp. Aber ganz ehrlich, so viele haben wir davon noch nicht gesehen. Aber es gibt ein bisschen was an Madenhaut. So wenig war es, glaube ich, gar nicht. Wie viele haben wir denn? Hier haben wir mal Madenschleim und Madenhaut. 3 Mal bisher. Naja, es geht, ne? Und das hatten wir jetzt hier fürs Schild gebraucht. Grobes Seil und Rüsselkäferfleisch. Ja, das kriegen wir alles zusammen. Scabby, additional flavor scheme available. Wir haben ein Farbschema gefunden. Scabi-Schemen ermöglichen dir, deiner Oberfläche eine andere Optik zu verleihen. Auf dem BS-Register kannst du einzigartige Tag- und Nachtschemen auswählen. Okay, müssen wir uns später mal noch angucken. Guck mal, wir haben Marmor gefunden. Das kriegen wir nicht kaputt, ne? Nee. Bin ich ja mal gespannt, wofür wir das irgendwann mal noch brauchen werden. Also, wir müssen jetzt gucken auf diese kleinen Boden...
Maden, Dinger in den Boden drin. So, du weißt schon. Ein weiteres Rätsel geklärt. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir brauchen noch grobes Seil ohne Ende. Da haben wir auch wieder Pflanzenfasern gebraucht. Oh nee, geh weg, Sandmilbe. Hau ab. Nee, ich hab jetzt einfach keinen Bock auf dich. Ich habe Kopfschmerzen. Ich will heute nicht. Also, lass noch mal gucken. Wir wollten das Schild herstellen. Wir brauchen grobes Seil. Rohes Rüsselkäferfleisch. Haben wir, glaube ich, noch in den Truhen was? Grobes Seil müssten wir herstellen können. Das passt. Jetzt brauchen wir bloß noch das Fleisch. Dann haben wir ein Schild und dann machen wir uns fix zum Ameisenhügel. Ich hoffe, ich finde den noch. Zwei verfügbar hier drin irgendwo, ne? Verdorbene. Oh nein, es ist alles verdorben. Können wir da eigentlich direkt verschrotten? Was wollen wir damit noch? Wo haben wir denn Rüsselkäferfleisch? Das war Fliegenfleisch. Oh Gott, ist alles verdorben. Hier haben wir einmal Rüsselkäferfleisch. Vielleicht sollten wir einfach nicht mehr so viele Rüsselkäfer töten, weil ihr seht, es bringt nicht so viel. Es verdirbt uns alles weg. Das Kleeponcho ist auch kaputt. Jetzt brauchen wir erstmal ganz schnell Klee. Dann können wir unseren Poncho reparieren. Dann müssen wir mal noch fix... Da ist ein Rüsselkäfer. Ach, Rüsselkäfer, es tut mir leid, aber... Geht nicht anders. Das sind zwei auf einmal. Bam. Dann haben wir Rüsselkäferfleisch. So. Nee, einmal brauchen wir noch. Ha, Entschuldigung, mein Guter, aber du hast dich gerade gut angeboten. Jawohl. Zack, wir können es herstellen. Rüsselkäferschild, los! Wir brauchen eine Werkbank, alles klar. Manu. Jetzt aber. Rüsselkäfer, Rüsselkäferschild, jawohl. Wir haben's. Was für ein langer Weg, ey. Jetzt gehen wir auf. Wir haben zwei Speere. Ach nee, Mist, das Ding ist zweihändig. Das geht nicht. Aber wir können nur das mit... Hier, mit der Axt. Das müsste gehen, ne? Ja, weil das eine Handwaffen sind. Okay, also war es ein bisschen sinnlos mit diesem Sprösslings... Keulending hier, aber egal. So laut meiner Erinnerung war das irgendwo hier hinten. Eigentlich müssten wir bloß mal eine Ameise anpieksen und die rennt bestimmt hin. Hier ist eine. I don't want any trouble, Ant. Ach. Oh Gott, ich treffe aber auch gar nicht, ne? Warte. Wo ist sie? Marienkäfer, lass den ja in Ruhe. So, zack, die haben wir getroffen. Jetzt renn. Renn zu deinen Kumpels. Warum bin ich so langsam? Jetzt, wo ist sie? Hier. It goes without saying, but that is a big spider. Was, wo ist sie? Oh ja. Du bist lieb? Wo ist denn die andere jetzt hin? Mist, jetzt habe ich mich auf diese Spinne konzentriert. Mann, jetzt haben wir unseren Speer verloren, weil die Spinne hier war. Nee, hier ist der Speer. Also auf die Spinne habe ich keinen Bock. Oh, was haben wir denn hier? Schneckenhaus. Können wir damit was machen? Nee. Nee. Ist hier jemand drin? Hallo? Auch nicht. Boah, die nächste Spinne. Also hier ist echt nicht so geil. Mist, wo war dieser Ameisenbau? Wir finden ihn nicht. Da ist eine Ameise. Ameise. Führ mich zu deinen Kumpels. Los. Lauf. Ich lass dich in Ruhe. Ich will nur wissen, wo deine Kumpels sind. Oh ja, das könnte es gewesen sein hier, oder? Nee, das ist das andere Ding von vorhin. Aber wir haben doch jetzt eine Fackel, dann können wir doch mal reingucken, oder? Oh oh. Hallo? Seid ihr gleich böse oder seid ihr lieb? Where are you off to, Ant? Arbeitermeise? Oh, aber ich glaube, wenn du hier eine anpiekst, bist du am Arsch, ne? Dann kommen die doch alle auf dich zu. Oh oh, oh oh. Ja, da ist eine. Kriegerameise. Oh, oh Gott. Alter, die hat nur einmal zugebissen, wir sind fast tot. Wo ist sie? Das kann doch nicht sein, warum ist denn die so stark? Mist, wir müssen hier raus. Nein. Das ist... Wir sind tot. Alter, wirklich jetzt? So stark, dass die uns mit zwei Bissen tot macht. Ausrüstung beschädigt, aber wir haben unsere ganzen Sachen noch. Obwohl, warte mal, nee. Hat das alles kaputt, oder was? Nee, also wir haben alles aus dem Inventar verloren. Och nee, wirklich jetzt? Das ist ja Mist. Alter, aber ich hätte im Leben nicht gedacht, dass die so schwer ist, wenn wir hier gleich am Anfang schon irgendwas herstellen können.
Diese Ameisenkeule. Aber anscheinend wird das doch irgendwas für später. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ist natürlich ziemlich bitter. Wir haben jetzt alles verloren, was wir uns irgendwie aufgebaut haben in der Folge. Aber wir sind schlauer geworden. Das zählt ja auch. Ich werde wahrscheinlich mal ein bisschen googeln, wie wir jetzt am besten weitermachen. Weil so aktuell, muss ich sagen, lässt mich das Spiel so ein bisschen... ein bisschen hängen. Das, was ich am Anfang gelobt habe, so von wegen, hey, das Spiel sagt dir so ein bisschen, was du machen sollst, ist gerade irgendwie gar nicht. Wir kommen mit der Hauptquest nicht weiter. Wir können uns nicht wirklich groß besser ausrüsten, weil die Ameise ist viel zu stark. Ich weiß gerade nicht so wirklich, was ich machen soll. Ich würde sagen, ich google mal ein bisschen, ob ich was rausfinde und dann guck mal nächste Folge, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, Like und Abo nicht vergessen. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.